Guten Tag. Ich möchte Frau Birkholz sprechen. Tanja Birkholz. Herzlich willkommen bei der Schufa. Das ist leider nicht ganz so einfach. Unsere Vorstandschefin ist in verschiedenen Terminen. Um was geht's denn? Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ich muss mit Frau Birkholz persönlich sprechen. Nur mit Frau Birkholz. Es ist wirklich wichtig. Ich habe viele besorgte Nachfragen zum Thema Schufa bekommen. Und jetzt möchte ich mir gerne ein persönliches Bild von euch machen. Mein Job hängt schließlich davon ab. Birkholz? Hallo, Frau Birkholz. Hier ist ein Gast für Sie. Jetzt? Ja, er möchte Sie sprechen. Oh, ich bin eigentlich gerade beschäftigt. Ja, es sieht aus, als ob es wichtig wäre. Okay, dann soll er hochkommen. Super, okay, danke, ich sag's Ihnen. Sie haben Glück. Frau Birkholz hat Zeit für Sie. Dritter Stock, aber zunächst benötigen Sie den Besucherausweis. Vielen Dank. Dritter Stock. Aufzug. Das geht schneller. Oh, lieber Weihnachtsmann, mit Ihnen hätte ich gar nicht gerechnet. Kommen Sie doch rein. Ach, sagen Sie doch du zu mir. Ich bin schließlich der Weihnachtsmann. Ich bin die Tanja. Komm gern rein. Schön, dass du Zeit für mich gefunden hast. Es ist nämlich wichtig. Lieber Weihnachtsmann, wie kann ich dir denn helfen? Viele Menschen haben mir ihren Unmut und ihr Unbehagen über die Schufa ausgedrückt. Alle kennen euch, aber keiner weiß nach wie vor so richtig, was ihr eigentlich macht. Das muss ich überprüfen. Denn wenn sich die Zweifel bestätigen, dann gibt es in diesem Jahr keine Geschenke für euch. Und ich möchte mich ehrlich gesagt auch beschweren. Mein eigener Score ist ziemlich niedrig. Ja, lieber Weihnachtsmann, hast du denn immer deine Rechnungen pünktlich bezahlt? Liebe Tanja, du hast leicht reden. Im Dezember ist bei mir die Hölle los. Da kann es schon mal sein, dass ich die ein oder andere Rechnung vergessen kann. Meine Zeit ist knapp. Wie soll ich denn all die Geschenke zu den Kindern und Erwachsenen bringen? Ich muss Kredite aufnehmen. Das meiste muss ich online kaufen. Ich habe 7 Kreditkarten. Aber die Ansprüche an die Geschenke werden auch immer größer. Hast du denn mal deinen Score analysiert? Mit unserem Score-Simulator kannst du ja durchspielen, welche Variablen, welche Themen sozusagen auf deinen Score wirken. Also das ist mir zu klein. Das brauche ich größer. Wenn du hier die Kriterien durchspielst, dann kannst du genau sehen, wie sich das auf deinen Score auswirkt. Und dass du seit Jahrhunderten den gleichen Wohnsitz hast, das müsste sich doch positiv auswirken. Ja, das stimmt leider nicht ganz so. Ich musste im letzten Jahr 2-mal umziehen. Die vielen Kinder und die sozialen Medien, die stalken mich einfach. Und fast wäre ich aufgeflogen. Warum habt ihr überhaupt so einen Score-Simulator? Wir wollen allen zeigen, wie sich der Schufa-Score errechnet und welche Kriterien dabei eine Rolle spielen. Wir wollen nicht im Geheimen arbeiten wie du. Die Schufa verändert sich. Wir möchten offener werden. Alle sollen wissen, welche Kriterien eine Rolle spielen. Das ist schön zu hören. Ich hatte dir ja gesagt, dass ich oft zu hören bekomme, dass die Menschen gar nicht wissen, was ihr so macht. Obwohl man sehr viel über euch liest. Was tut ihr eigentlich dagegen? Die Schufa befindet sich im Wandel und darüber reden wir. Wir haben in diesem Jahr auf vielen Veranstaltungen, Diskussionen und Pressekonferenzen über die neue Schufa gesprochen. Wir haben offener und transparenter kommuniziert. Wir wollen mit unseren Kritikern sprechen und nicht übereinander. Das verstehe ich gut. Ich sage meinen Elfen auch immer, kommt zu mir, wenn ihr was habt und lästert nicht über mich bei den Rentieren. So, und wie kann ich meinen Score jetzt verbessern? Meine Ausgaben konzentrieren sich nun mal auf November, Dezember. Und irgendwann habe ich meine Rechnung bislang immer bezahlt. Ja, irgendwann ist halt nicht gut. Du musst deine Rechnung pünktlich bezahlen. Vermeide am besten auch, dass du zu viele Konten hast. Und benutze auch nicht zu viele Kreditkarten, weil überall hast du ein Dispo-Limit drauf. Und ich denke, auch dein Budget ist begrenzt. Und wenn du dann noch die Banken und Lieferanten darüber informierst, dass du erst nach Weihnachten Zeit für die Buchhaltung hast, dann wissen die wenigstens Bescheid. Okay, das kriege ich, denke ich, hin. Ich habe in den letzten 100 Jahren immer im Januar zuverlässig meine Rechnungen bezahlt.
Hast du denn eigentlich mal analysiert, wer deine Kunden sind? Wer soll das schon sein? Kinder, seit Jahrzehnten. Meine Zielgruppe sind alle, die Wünsche und Träume haben. Das meine ich nicht. Wir haben ein System eingeführt, mit dem unsere Kunden, also die Banken und die Finanzdienstleister, wiederum ihre Kunden besser verstehen können. Know Your Customer. Wir sagen auch KYC. Das wäre doch auch was für dich. Was macht KYC denn genau? Vor allem Kreditinstitute brauchen eine Vielzahl von Informationen über Neukunden. Aber auch bestehende Geschäftsverbindungen müssen stetig überwacht werden. KYC-Prozesse sollen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern und Sanktionen wirksam umsetzen. KYC könnte dir auch helfen. Du könntest sicherstellen, dass nur diejenigen in den Genuss deiner Geschenke kommen, die auch wirklich auf der Brav-Liste stehen. Danke, das hört sich gut an. Dann müsste ich gar nicht so viele Hausbesuche machen, um mir ein Bild von den Geschenkeempfängern zu machen. Apropos reibungslos, die Digitalisierung geht sicherlich doch auch nicht an Weihnachten vorbei. Da kann dir mein Vorstandskollege Johannes sicherlich weiterhelfen. Er ist unser Digitalisierungsexperte. Warte, ich teame sie ihn mal an. Hallo Tanja, was kann ich für dich tun? Hallo Johannes, klingt komisch, aber hier sitzt der Weihnachtsmann. Kannst du ihm zu Fragen der Digitalisierung weiterhelfen und Ratschläge geben? Hallo lieber Weihnachtsmann. Wie digital bist du eigentlich? Kann ich meinen Wunschzettel eigentlich schon per E-Mail schicken? Hallo Johannes. Ach, die Wunschzettel habe ich schon lange auf E-Mail umgestellt. Auch die Geschenkelisten habe ich alle digital. Das erspart mir jede Menge Zeit und Arbeit. Aber was habt ihr denn für mich so im Angebot? Dein Geschäftsmodell, lieber Weihnachtsmann, lebt doch von Tradition und Weihnachtszauber. Das soll natürlich auch bei der Digitalisierung nicht verloren gehen. Wie auch bei uns spielt bei dir doch die Kundenzufriedenheit die wichtigste Rolle. Wir verbessern gerade alle unsere digitalen Services und Prozesse, um die Bedürfnisse unserer Kunden optimal erfüllen zu können. Das würde ich dir auch raten. Und auch in puncto Erreichbarkeit könntest du mal nachdenken, ob du etwas optimieren kannst. Vielleicht in deinem Elfenkundencenter deine Prozesse verkürzen und den Kunden sofort antworten. Danke, Johannes. Das ist ein sehr guter Tipp von dir. Sag mal, wie ist das so als Weihnachtsmann? Hast du da auch schon mal Erfahrungen mit Identitätsdiebstahl gemacht? Sicherlich gibt's doch auch Doppelgänger oder Trittbrettfahrer. Oh ja, die machen mir das Leben oft sehr schwer. Sie kommen oft als Nikolaus, Zahnfee oder Osterhase verkleidet. Wir unterstützen unsere Kunden nicht nur in der Betrugsprävention und bei KYC, sondern bieten auch eine Lösung zur Vereinfachung umständlicher Identifizierungsverfahren. Ah, und eine Sache, wir hätten da noch was für dich. Probier doch mal unseren Ident-Checker auf schufa.de aus. Da kannst du testen, ob deine E-Mail-Adresse oder Kreditkarte schon mal für Betrugszwecke genutzt wurde oder irgendwo im Darknet aufgetaucht ist. Das klingt gut. Danke für den Tipp, Johannes. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Alles klar, freut mich, wenn ich dir helfen konnte. Ich muss in den nächsten Termin. Tschüss, Weihnachtsmann, und Grüße an den Rudolf. Aber sag mal, Tanja, wie hält es die Schufa eigentlich mit dem Thema soziales Engagement? Ja, bitte? Oh, welch seltener Gast. Oh, ist aber gut, dass du kommst, Ole. Ich wollte gerade dem Weihnachtsmann von unseren Special Olympics erzählen. Die Special Olympics war ein absolutes Highlight des Jahres 2023 für uns. Wir waren mit 177 Volunteers vor Ort. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Wir haben wirklich gespürt, was geht, hatten den Blick für das, was geht und nicht den Blick für das, was nicht geht. War toll. Und warum habt ihr das gemacht? Wir sehen das als ganz wichtige Aufgabe an, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung am wirtschaftlichen und finanziellen Leben teilhaben können. Da ist noch eine Menge zu tun und deshalb engagieren wir uns da. Herzlichen Dank. Also Weihnachtsmann, weißt du eigentlich, dass wir auch Wünsche erfüllen? Nein. Und wie schafft ihr das ohne Elfen und Rentiere? Im Schnitt 320.000 Mal am Tag erteilen wir Auskünfte an Unternehmen, damit sich Menschen ihre Wünsche erfüllen können. Zum Beispiel neues Auto, eine neue Küche auf Raten oder im E-Commerce. Also wenn du so willst, sind wir auch in der Branche der Wunscherfüller tätig. Oh, ja, das kenne ich. Ja,
Also ich lasse euch mal alleine, ich habe noch einiges zu tun. Viel Spaß noch und wir sehen uns hoffentlich bald. Dank dir, Ole. Sag mal, jetzt hätte ich noch eine Frage. Wie nachhaltig arbeitet dein Logistikunternehmen eigentlich? Hast du deine CO2-Emissionen im Blick? Und versuchst du bei deinen vielen Reisen die Folgen für die Umwelt möglichst gering zu halten? Also meine Rentiere erhalten nur Biorinde aus regionalen Wäldern. Ich verzichte seit Jahren auf Importfutter aus Grönland, das mühsam unter Schnee und Eis geerntet werden müsste. Ein Anfang. Du musst mal unsere Schufa ESG Solution testen. Die ESG-Faktoren definieren, wie Umwelt, Soziales, Unternehmensführung unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten harmonieren. Unser Tool würde dir beim Reporting an die Rentierbehörde sicher auch helfen. Unsere Lösung strukturiert diese Daten und vereinfacht das Nachhaltigkeitsreporting. Du bist nicht erst zum nächsten Weihnachten damit fertig, sondern kannst dich im Sommer in Ruhe in die Sonne legen. Oh ja, interessant, interessant. Du siehst, bei uns ist ganz schön viel passiert in diesem Jahr. Und das geht auch so weiter. Auch im neuen Jahr haben wir viel vor. Wow, ich habe nach Weihnachten erstmal wieder richtig Pause. So, ich muss wieder los. Ich kann jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen bei den Menschen. Du hast mir viele gute Argumente gegeben, damit ihr in diesem Jahr doch Geschenke bekommt. So, die Zeit rast. Ich muss noch so viele Adressen abklappern. Macht weiter so. Dann sehen wir uns nächstes Jahr sicher wieder. Lieber Weihnachtsmann, es war mir eine riesige große Freude, dass du heute bei uns zu Gast warst. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns sehr bald wiedersehen. Komm, ich bringe dich noch raus. Vielen Dank, Tanja. Ich kenne da aber eine Abkürzung.